Hallo und herzlich willkommen zu heutigen Video von mir. Ich bin Serena und heute stricken wir einen Loop in Perlmuster. Die Breite beträgt 73 cm, Höhe ist 30 cm. Dafür verwende ich einen Knäuel, der wiegt 100 Gramm. Das ist Cotton Merino Light von Barry Wool, Farbnummer ist 51 und verwende ich noch eine Rundstricknadel 4,5 mm. So, ich ziehe meine Faden ein bisschen aus dem Knäuel heraus und schlage ich 108 Maschen plus eine zusätzliche Masche an. Jetzt schließe ich das Ganze zu einem Ring wie folgt. Hebe ich erste Masche und ziehe ich über die letzte Masche durch. Die Endfaden schön zusammenziehen und beginne ich schon mit der ersten Reihe. Setze ich einen Maschenmarkierer noch dazu. Und stricke ich wie folgt. Eine Masche rechts, eine Masche links im Abwechslung. Eine Masche rechts stricken, eine Masche links stricken. Das ist unsere erste Reihe. Die Anleitung ist sehr einfach, ideal für Anfänger und einen Knäuel Cotton Merino Light reicht es für diese Größe, wie ich schon bereits erwähnt habe. Die schriftliche Anleitung bekommen Sie auf der Seite barrywool.de. Habe ich noch extra für euch zusammengeschrieben. So. Einfach die erste Reihe durchstricken, in Abwechslung eine Masche rechts, eine Masche links stricken. So, ich bin am Ende der ersten Reihe angekommen. Stricke ich meine letzte Masche links. Maschenmarkierer rüber. So sieht es aus. Und die zweite Reihe. Alle Maschen stricken wir wie folgt. Die erste rechte Masche der ersten Reihe stricke ich links. Die zweite Reihe stricke ich rechts. Also von den letzten Reihen die rechten Maschen stricken wir links und die linke Maschen
der letzten Reihe stricken wir rechts. Im Prinzip das war's. Das Muster ist sehr, sehr einfach, ist ideal für die Anfänger, wenn sie was Neues ausprobieren möchten. Für die Fortgeschrittenen ist es natürlich eine sehr erholsame und meditative Stricktechnik. Ein typischer Loop-Schal ist etwa 30 cm lang, aber Sie können ihn noch nach Belieben länger oder kürzer machen. Das ist, wie gesagt, euch überlassen. Jetzt bin ich am Ende der zweiten Reihe, stricke ich die linke Masche rechts. Maschenmarkiere rüber und das Ganze wiederholen wir von der zweiten Reihe. Die linke Masche stricke ich rechts und die rechte Masche stricke ich links in Abwechslung. So sieht das aus. Die Endfaden schneide ich dann später ab. Die Wolle ist schön weich, ist überhaupt nicht kratzig. So, jetzt habe ich meine alle Reihen gestrickt. Jetzt kette ich noch in der letzten Reihe alle Maschen ab. Aber stricke ich noch zusammen mit euch meine letzte Reihe durch. Falls ihr Fragen habt oder Wünsche, können Sie gerne kommentieren. Antworte ich sehr gerne. So, in der letzten Reihe zeige ich euch noch, wie ich meine Maschen abgekettet habe. Und zwar, da habe ich eine linke Masche und eine rechte Masche. Ich stricke die linke Masche rechts, die rechte Masche links. Und ziehe ich die zweite Masche über die erste Masche durch. Achten Sie bitte darauf, dass die Maschen nicht zu straff abketten, damit der Rand des Schals elastisch bleibt. So, da habe ich die rechte Masche, stecke ich die links und ziehe ich die letzte Masche über die erste Masche durch und so weiter. So sieht der Rand aus. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, im Prinzip das war's. Ich mache noch die letzten Maschen fertig. So, meine letzte Masche habe ich fertig gemacht. Ich schneide den Endfaden ein bisschen ab. Es ist fast alles vom Knäuel verarbeitet wurde. Jetzt mache ich einen Knoten. Da entsteht ein bisschen die Lücke. Ich mache jetzt Folgendes. Entweder mit der Stricknadel oder Sie können natürlich eine Häkelnadel dafür verwenden. Ich nehme den Endfaden, ziehe ich durch die ersten Maschen, dann drehe ich meine Arbeit, wende ich meine Arbeit und mache ich noch eine feste Knoten, also am besten mit Häkelnadel, aber mache ich mit der Stricknadel und mache ich, wie gesagt, einen festen Knoten zum Schluss und schneide ich alle meine Endfaden ab.
Falls ihr Fragen habt oder etwas unverständlich war, schreibt gerne in die Kommentare. Für heute, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!